Alter, das ist echt unfair. Der Eindringling wollte noch nicht aufgeben. Doch es war nutzlos. Mir gehen die Ideen aus. Wir auch. Genug mit den Spielchen. Du hast dich noch einmal gesammelt, um einen mächtigen Gehirnflash zu entfesseln. Vielleicht ist Köpfchen besser als Muckis. Du hattest gesiegt. Du nahmst das Baby, um es in Sicherheit zu bringen, und dann passierte das Unvorstellbare. Du sahst deinen Dad, deine Mom ficken. Und ab da musstest du mit dem Trauma leben, dass du, weil du ein Baby gerettet hast, nicht verhindern konntest, dass dein Dad deine Mom fickt. Ziemlich krass, Mann. Tut mir echt leid. Ich als Cisgender oder Transgender. Okay, warte einen kleinen Moment, ich muss deine Eltern anrufen. Das dauert nicht lange. Hallo, hier ist Mr. Mackey, der Schulpsychologe. Ja, hi, ich habe Ihr Kind hier in meinem Büro und also... Er hat mir gerade erzählt, dass er Cisgender ist. Er identifiziert sich mit dem Geschlecht, als dass er geboren wurde. Oh, das wussten Sie. Okay. Nein, nein, das ist in Ordnung. Ich wollte nur, dass Sie wissen, dass er auch andere Optionen hat. Wissen Sie, man muss ja nicht immer das Erstbeste nehmen. Okay. Ja, nein, das ist super. Das ist gut zu wissen. Ich glaube, ab jetzt kann ich wirklich vielleicht helfen. Recht herzlichen Dank. Okay. Wiederhören. Okay. Ich bin froh, dass wir darüber geredet haben. Als Cisgender-Mann weiß ich aus Erfahrung, wie schwer es manchmal ein Junge haben kann, der sich entscheidet, jemand anders Geschlechtlichen zu lieben. Aber denk dran, Liebe ist Liebe. Selbst wenn du ein Kerl bist, der Titten liebt. Okay? Und stell dich deinen Ängsten. Dein Dad hat deine Mom gefickt. Hast du Angst im Dunkeln? Vor Schlangen? Der Farbe Blau? Oh, hey, ich bin in deiner Fantasie. Nur ein netter katholischer Priester, der dich ein bisschen besser kennenlernen möchte. Ja, genau, ich bin auch voll in deiner Fantasie und werde dir gleich die Schultern massieren. Hast du dir sowas jemals träumen lassen? Lass mich das Licht hier drin ein bisschen heller machen, damit wir dich auch sehen können. Der hier mag es wohl etwas ruppiger. Soll mir recht sein. Wenn nicht bald was passiert, fange ich an, Unmündige zu kitzeln. Oh, Gottes Liebe erfüllt mich. Jetzt zier dich nicht so. Mann, dieser Priester mag Kinder wirklich sehr. Seine Umarmungen will man echt vermeiden. Sonst brauchst du vielleicht wirklich ein Handtuch. Sei nicht schüchtern, es gibt keinen Grund dafür. Gleich spritze ich dich mit Gottes Liebe voll. Au! Herrje! Wer will mit mir hin? Eric, du musst mir zuhören. Ich kommuniziere mit dir per Telepathie. Raus aus meinem Kopf! Dein Franchise bringt es nicht. Stell dich der Wahrheit, Eric. Ihr seid einfach totale Spastis. Fick. Dich. Mom. Was? Sorry, sie mussten deine tragische Hintergrundgeschichte erfahren. Wunderarsch traut keinem, weil sein Dad seine Mom gefickt hat und er es nicht verhindert hat.
Das ist völlig unlogisch. Ich weiß. Wie kann dein eigener Vater deiner Mutter sowas antun? Cartman, der Dad von jedem fickt die Mom von jedem. Hä? So läuft das, Idiot. Unsere Dads haben unsere Moms gefickt. Ach so. Dann hat dein Dad also auch deine Mom gefickt, Kyle, hä? Ja, mein Dad hat meine Mom gefickt. Deswegen gibt es mich. Klau ihm seine Hintergrundgeschichte nicht. Du bist so verdammt dämlich. Jeder Mensch auf der Erde, jeder, hatte einen Dad, der seine Mom gefickt hat und... Halt, halt. Das spielt jetzt im Moment keine Rolle. Wir müssen die Lady mit dem Schwanztattoo finden. Ja, gehen wir nach Hause und bereiten uns auf unsere Nachtmission vor. Los geht's, Kuhn-Freunde. Er ist so ein verdammter Idiot. Schon gut, ruhig Blut. Tut mir echt leid, dass die anderen so rücksichtslos sind. Leute hassen, was sie nicht verstehen. Hiermit ernenne ich dich zum vorläufigen Sidekick.